Und jetzt haben wir hier ein Bild, das ist relativ kontrastreich. Wir haben hier dunkel und hell und das ist für jede Kamera immer eine Herausforderung, ja, dass es hier ein bisschen vielleicht überstrahlt oder das zu dunkel ist. Und da hilft dann die Fotokorrektur und wir können mit dem Bereich Fotokorrektur hier einiges machen. Fotokorrektur in einem Schritt zeige ich Ihnen jetzt nicht. Das ist wirklich eine komplette Autokorrektur, wo Paint Shop Pro einfach versucht, das Beste rauszuholen. Aber das können Sie selber ausprobieren. Ich möchte hier gerne in die intelligente Fotokorrektur rein, die dann unterstützt, aber Ihnen noch einige Zugriffsmöglichkeiten hat. Ja? Und ich habe hier eben dann bei der Helligkeit die Möglichkeit, Schatten und Lichter zu korrigieren. Und hier sage ich jetzt, hey, der Schnee ist mir insgesamt etwas zu überstrahlt. Den hätte ich gerne etwas dunkler gemacht, ja. Und Sie sehen auch schon, wie man hier dann sieht, dass der Schnee deutlich vielleicht auch der Wirklichkeit jetzt mehr entspricht. Grundsätzlich könnte ich auch noch sagen, hey, die Schatten, auch die könnten ein bisschen knackiger sein. Das heißt, ich ziehe sozusagen im dunklen Bereich etwas dunkler und im hellen Bereich auch etwas dunkler. Und Sie sehen dann schon ganz schön, was hier passiert. Ich mache jetzt hier mal die Vorschau ein und aus. Sie sehen, dass wir jetzt hier viel mehr Zeichnung drin haben. Grundsätzlich kann ich noch sagen, hey, die Sättigung ziehe ich auch noch ein bisschen hoch, dass es hier ein bisschen freundlicher wird, die Farben, ja. Auch das entspricht dann mehr der Realität, wie es aufgenommen wurde. Und Fokus, das ist noch Bildschärfe. Hier muss man vorsichtig sein, hier nicht allzu viel machen. Aber hier kann ich dann tatsächlich auch noch ein bisschen die Zeichnung einfach hervorheben, ja, dass alles ein bisschen knackiger wird. Und wichtig ist, nutzen Sie immer hier Häkchen aus, Häkchen ein, dass man nicht zu viel korrigiert. Das ist immer die Gefahr, wenn man sehr lange an einem Bild herumschraubt, dass man dann irgendwo an einer Stelle landet, wo man sagt, boah, das ist jetzt viel zu viel geworden. Gefällt mir das Ganze, sage ich hier einfach okay und habe dann hier mein fertig korrigiertes Bild. Also die intelligente Fotokorrektur ist wirklich ein ganz gutes Hilfsmittel, um ein Bild ganz fix schön zu bekommen.